Hallo YouTube und herzlich willkommen zu ein neues Video des Adventskalenders. Heute ist der 11.12. damit das 11. Türchen. Ab und zu kommt er, wie gesagt, mal WWE, das ist halt meine Hauptserie und die kann ich auch trotz des Adventskalenders nicht unterbrechen. So, was gibt's heute zu besprechen? Einiges. Das Video ist auch 10 Minuten lang, ist mal ein bisschen längeres. Im Hintergrund seht ihr Herr der Ringe, die Eroberung, Heldenteam, Deathmatch auf der Map, Schwarzes Tor und ja, hier liegt ein schönes Spiel vor mir erstmal. Das ist Far Cry 3, die Limited Edition. Gestern habe ich mir auch noch Hitman Absolution gekauft. Gestern lief ein Livestream. Ja, nebenbei hier mal schön aufmachen, das schöne Spiel. Ja, wie gesagt, nebenbei mal schön einen Livestream gemacht, weil ich Hitman angezockt habe. Gleich am Anfang, also wie gesagt, gestern war ein Livestream bei mir von 8 bis halb 10 in etwa. Habe ich das ein bisschen gespielt. Und jetzt merke ich gleich, die erste Ankündigung sind die nächstkommenden Livestreams, die zu 99,9% bei voller Gesundheit feststehen. Und zwar ist das einmal der Samstag, der 15. beziehungsweise Sonntag, der 16. Dann Sonntag, der 23. und Montag, der 31. Was an diesem speziellen Livestream am Montag, dem 31. Dezember ist, wird noch bekannt gegeben. Genauere Infos, ich weiß nicht, ob ich das Video schon vorher hochlade, ich denke ja. Wenn nicht, also heute gibt es einen Livestream bei Kronezocker und da wird es auch nochmal genauer erklärt, das ist was Spezielles, was da geplant ist, aber ja, das ist jetzt mal so zum Thema Livestreams in der nächsten Zeit. Vielleicht mache ich heute noch einen am Abend wieder, aber das ist noch nicht sicher. Ja, gut. Dann zum nächsten Thema. Und das ist das eigentliche Thema dieses Videos. Ja, was ist in dieser Woche? Diese Woche möchte ich so ein bisschen über die Games des Jahres 2012 sprechen. Welche mich begeistert haben und welche mich komplett enttäuscht haben. Darüber wirst du die komplette Woche ein bisschen gehen. Heute mal so über die Games, die mich echt in diesem Jahr vollkommen überrascht haben. Im positiven Sinne. Wo ich echt sag, wow, was haben die für ein geiles Ding rausgehauen. Da muss ich erstmal beginnen mit nichts anderem als gestern gespielt, sofort ins Herz geschlossen, Hitman Absolution. Spiel ist einfach göttlich. Das nächste Spiel auf meiner Favoritenliste spiele ich zwar nicht sehr häufig, aber trotzdem sehr, sehr richtig nice Spiel. FIFA 13 wird ja auch im Januar die Beer Pro Karriere starten. Da gibt es noch genauere Informationen in den nächsten Wochen. Dann, was hat mich noch überzeugt dieses Jahr? WWE 13, eins mit der besten Spiele des Jahres, wie immer. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ein großer WWE-Fan bin, aber trotzdem hat mich das Spiel mal wieder mit den Superstars, mit der Grafik und allen Möglichkeiten überrascht. Und jetzt werde ich dann sicher, ich habe ja schon viel bei CK gesehen von Far Cry 3, jetzt muss ich es noch selber spielen, aber ich denke, Far Cry 3 wird zu diesen Spielen auch mit dazugehören. Also ganz, ganz klar muss ich sagen,
wie gesagt, FIFA 13, WWE 13, Hitman. Ja, was ist genau FIFA Street? Das kam ja im Anfang des Jahres raus, wenn wir mal so zurückblicken. Und so, genau. Aber es gibt natürlich noch andere Spiele. Black Ops 2 steht so auf beiden Listen, auf der enttäuschen und auf der überraschten Liste. Das ist so einer, so ein Kandidat, der so zwischen beiden steht. Bei mir jedenfalls, wie gesagt, das ist meine Meinung. Ihr habt natürlich eure eigene Meinung über die Spiele, kann ich euch auch nicht übel nehmen. Denn bei manchen denke ich dann auch, oh mein Gott, was haben denn die für einen Spielegeschmack? Aber ich denke, bei manchen Spielen werdet ihr mir vielleicht recht geben, bei manchen nicht. Besonders bei denen, die was morgen kommen. Aber ja, auf alle Fälle, ja, ist das so mal meine Ansicht der Dinge. Diese vier Spiele sind bei mir auf alle Fälle die vier Spiele, wo ich wirklich sagen muss, dass ich habe das nicht bereut, dass ich das gemacht habe. Und darüber bin ich sehr glücklich, dass ich das habe. Und die drei Spiele wie Hitman, aber auf alle Fälle wie WW13 würde ich auch gut und gerne 100 Euro ausgeben, denn so ein Spiel spiele ich ja seit SmackDown vs. Raw 2011 und seitdem alle vorbestellt, also die beiden, und die haben mich echt überzeugt. Und ich werde auch die beiden vorbestellen, weil ich weiß, die Jungs da, die können was zaubern, was mich umhaut. Und das ist auf alle Fälle nicht schlecht. Gut, was ist noch so am Thema? Natürlich gibt es auch genügend PC-Spiele, die ich angetestet habe. Ich muss sagen, dieses Jahr ist so ein Jahr da, wo ich mir bis auf das Jahr, als ich meine damals meine PlayStation 2 bekommen habe, eins der Jahre war, wo ich mir extrem viele Spiele gekauft habe. Also da geht's locker in die Richtung 50 Spiele, denke ich. Auch für den PC. Ich habe einige Neuauflagen gespielt. Und dann ist das Panzer Corps. Das ist ein altes Spiel, eine Neuauflage von Panzer General. Das ist bestimmt schon gute 15, 20 Jahre alt. Dann Stronghold 3. Finde ich eine gute Grafik, bloß wenig Spielmodi. Also ich habe viel gespielt, also deshalb muss ich echt sagen, habe ich mir extrem viele Spiele gekauft. Aus 50 sind, weiß ich nicht genau, aber es sind schon deutlich über 20. Wo sind im Jahr von der PlayStation 2 waren es deutlich mehr. Aber da werden wir auch mal zu diesem Thema kommen, früher und heute. Alles in dieser Woche noch. Das ist meine Themenwoche. Und dann gehen wir eh schon auf die letzte Woche zu. Lange ist der Advent nicht mehr. Morgen ist Halbzeit im Adventskalender. Morgen ist der 12. Und dann sind wir nur noch 12 Tage von Weihnachten entfernt. Und dann dauert es nicht mehr lang, bis wir im Jahr 2013 sind. Und natürlich gibt es selbstverständlich auch am 30. Weil am 31. gibt es ja diesen außergewöhnlichen Livestream. Natürlich ein Video noch von mir. Was habe ich mir für 2013 vorgenommen? Und wie blicke ich zurück auf 2012? Aber das werdet ihr noch alles sehen und wie gesagt, es gibt in der nächsten Zeit einige Ankündigungen zu machen, denn wir haben da schon auch einiges geplant. Unter anderem ist auch noch anderes geplant, wieder mit Serien, sprich wenn der Adventskalender mal rum ist, würde ich gerne vielleicht wieder mit dem Develi Trials starten, wieder neu starten und natürlich gibt es auch noch das Projekt
WWE und dann auch noch das FIFA-Projekt, das habe ich dann gut was am Laufen und in diesem Sinne verabschiede ich mich, sag bis zur Türchen Nummer 12. Bis morgen dann. Und heute vielleicht Livestream anschauen, wenn ihr es noch seht, rechtzeitig. Bis morgen dann. Ciao. Die Armeen des Lichts haben triumphiert.